So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako und heute eine sehr einfache Botschaft, die ich geben möchte. Ist eine praktische Botschaft und ich denke, dass sie in dieser Zeit für diejenigen, die den Kopf dafür haben und auch das Herz, sehr nützlich sein kann. Ich weiß, viele machen sich Sorgen darum, wie sie in Zukunft über die Runden kommen sollen, bei dem, wie sich die Bedingungen wandeln im Augenblick. Ja, die Bedingungen wandeln sich, die Preise steigen. Das ist auch ganz wichtig, haltet euch das immer vor Augen. Die Eier werden nicht teurer in dem Sinne. Die Butter wird nicht teurer. Nein, die Butter hat den gleichen Wert wie immer. Die Eier haben den gleichen Wert wie immer. Das Rapsöl hat den gleichen Wert wie immer. Es ist nur einfach so, dass das Geld immer weniger wert ist. Doch wir sind reich wie immer. Nur diejenigen, die mit dem Geld arbeiten oder damit bezahlen, die haben halt immer weniger in den Händen. Das ist mal eine ganz wichtige Sache. Jetzt anderer Punkt. Was sich da gerade abzeichnet, das ist erst der Anfang von, naja, weiterer Entwertung. Das heißt, die Bedingungen werden anspruchsvoller. Im Augenblick fliegen schon einigen Menschen die Bleche weg. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel weiteren Menschen die Bleche wegfliegen werden, wenn es so weitergeht. Von denen, die sich bisher nicht beschäftigt haben, nicht annehmen wollten der grundlegenden Thematik im Leben. Also, ich kann das sehr gut verstehen in gewisser Weise, dass Menschen gerade Angst bekommen, wie es weitergehen soll. Es wird immer weitergehen. Es ist immer weitergegangen und so wird es auch jetzt sein. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und diejenigen, die am Wohl ihrer Nächsten interessiert sind, diejenigen, die an das Wohl anderer denken, die werden niemals hungern müssen. Ja, ist ganz einfach. Würdest du einem Egoisten was geben, einem, der wirklich nur an sich denkt und dem alle anderen wurscht sind? Wahrscheinlich nicht. Ja, und so ist das. Und diese ganz einfache Erklärung oder Belehrung oder wie du es nennen willst, die kommt von meinem eigenen Mentor. Er hat gesagt auf den Punkt, wenn sie an andere denken, werden sie niemals hungern müssen. Alle wollen immer Erster am Buffet sein. Ja, so ist es. Dann gibt es dann Verteilungskämpfe. Lassen Sie vor, bieten Sie an, gehen Sie hin. Alle warten darauf, dass jemand kommt. Kaum jemand hat den Mumm hinzugehen. Gehen Sie hin. Kümmern Sie sich um andere. Dann werden Sie immer was zu tun haben. Wer an sich selbst denkt, der hat einen Haufen Probleme. Wer an andere denkt, der hat immer was zu tun. Wird nie langweilig sein. Der wird immer was lernen können. So, das mögen jetzt einfache Empfehlungen sein von einem einfachen Mann für praktische Menschen mit Herz und mit Birne. Das ganze abgehobene Gegrütze, das mag vielleicht interessant sein in Zeiten, in denen es allen so gut geht, aber wenn die Zeiten ein bisschen anspruchsvoller werden, dann kommt es nicht auf intellektuelles Gegrütze an, auf Meinungen oder irgendwas. Nee, dann wird alles sehr einfach. Also ganz einfache Botschaften. Führe sie dir zu Herzen. Nimm sie dir zu Herzen, wenn du möchtest. Ja, wenn du an dich selbst denkst. Hast einen Haufen Probleme, landest schnell in der Klapsmühle. Denkst an andere, okay, was kann ich da tun?
Sinnvolles, was kann ich da Sinnvolles sagen, was kann ich Erbauliches sagen, was kann ich Erbauliches tun, ja, dann sieht das Leben anders aus. Also, letztes Mal, die Worte von meinem alten geschätzten Mentor: Wenn Sie an andere denken, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, werden Sie immer was zu essen haben, werden Sie immer versorgt sein. Ich kann das sagen, ich kann das bestätigen, denn so lebe ich. Ja. Ich mache mir nicht so viele Gedanken um mich, sondern ich mache mir Gedanken darum, wie kriegen wir das, was wir wollen, damit es uns gut geht. Und dann tue ich was. Das kannst du auch. Also bis dahin, alles Gute. Tschüssikowski aus dem schönen Deutschland. In Einigkeit. Bis dann. Tschüss.